Dieser Mann, nennen wir ihn Martin Müller, ist ein Leistungsträger der Gesellschaft. Ambitioniert im Beruf, treusorgender Familienvater, braver Steuerzahler. Er könnte zufrieden sein, ist aber am Ende seiner Kräfte, des Lebens überdrüssig. Er fühlt sich ausgebrannt, Burnout. Ein Syndrom, das in Deutschland wie eine Seuche zu grassieren scheint. Millionen hat es bereits ergriffen und es werden immer mehr. Ist Burnout die neue Volkskrankheit oder bloß Ausdruck der Hysterie einer übermotivierten Leistungsgesellschaft? Burnout, Epidemie oder Hysterie? Namen zusammen. Come in and Burnout. Ja, der Burnout breitet sich ja aus wie eine Epidemie. Der ist in aller Munde. Und gerade diese magische Anziehungskraft und deshalb wachsende Popularität macht den Burnout aber auch fragwürdig. Also würdig, ihn zu hinterfragen. Denn es kommt einem ja manchmal so vor, als ob fast jede Art von Niedergeschlagenheit, Überforderung und Depression mit dem Etikett Burnout versehen wird. Also der Vorwurf der Modediagnose ist nicht so ganz von der Hand zu weisen. Also schauen wir mal genauer hin. Martin Müller ist in Deutschland kein Einzelfall. Vor allem in Ballungsgebieten greift die Epidemie Burnout um sich. Schätzungsweise 9 Millionen Deutsche sind davon betroffen. Sie sind ausgelaugt, zu nichts mehr fähig, schlicht krank. Dabei beginnt Burnout ganz harmlos. Zunächst leiden die Betroffenen an unspezifischen Symptomen. Sie klagen über Konzentrationsstörungen, Erinnerungslücken und werden antriebslos. Dauern die Beschwerden an, fühlen sie sich schon mit einfachen Aufgaben überfordert und verspüren schließlich eine tiefe Leere. Die Lebensfreude schwindet. Nicht nur die Seele ist im Ausnahmezustand, auch der Körper. Massive Kopfschmerzen, Benommenheit, bisweilen sogar Tinnitus. Herzrasen und beim Atmen ein Druckgefühl in der Brust. Die Muskeln sind dauerverspannt. Magen und Verdauung rebellieren. Und der Rücken schmerzt. Ärzte kennen die Symptome, doch sie sind unspezifisch. Die medizinische Diagnose Burnout gibt es offiziell nicht. Burnout, ein Phantom? Am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München sind Wissenschaftler dem Phänomen auf der Spur. Ein nächtliches EEG, ein Elektroenzephalogramm, ist aufschlussreich. Die Mediziner interessieren sich für die sogenannten REM-Phasen im Schlaf. Wenn Patienten auffällig viele davon zeigen, ist das ein Indiz für eine schwerwiegende Krankheit. Mediziner nennen sie Erschöpfungsdepression, verursacht durch lange Phasen mit hoher körperlicher und seelischer Belastung. Egal, wie man es nennt. Burnout ist kein Phantom, sondern ein ernstzunehmender Risikozustand. Also die Beteiligten sind sich völlig einig. Es ist die Arbeit, die sie ausbrennt. Aber arbeiten, das ist doch das, was man so macht zwischen morgens und abends. Man schuftet, man ackert, man organisiert. Zu arbeiten ist doch normal. Vor allem auch viel zu arbeiten. Wie heißt es so schön? Der Tag hat 24 Stunden. Wenn Ihnen das nicht reicht, na, dann nehmen Sie eben die Nacht noch dazu. Wer heute Zeit hat, der ist eigentlich eher verdächtig. Womöglich ein Aussteiger, ein Müßiggänger, noch schlimmer, ein Faulenzer. Wir definieren uns über unseren Beruf, über unsere Arbeit. Arbeit ist das Lebenselixier des modernen Menschen. Und die Arbeit soll uns krank machen? Also, früher haben die Leute auch gearbeitet. Und wie? Und da ist keiner ausgebrannt. Oder? Das Europa der Adelsgesellschaft. Das höfische Leben ist geprägt von Vergnügungen und Müßiggang. Wer es sich leisten kann, arbeitet nicht, sondern genießt sein Dasein. Arbeit gilt es, möglichst aus dem Wege zu gehen. Zumal körperlicher Arbeit. Sie ist ein schmutziges Übel, das ausschließlich die niederen Stände zu verrichten haben. Im ausgehenden Mittelalter sorgt jedoch eine folgenreiche Entwicklung für einen Imagewandel der Arbeit. Die Reformation. Martin Luther spaltet mit seinen 95 Thesen nicht nur die Kirche.
Er verkündet, dass allein die Arbeit Quelle von Eigentum und Reichtum sei und klagt den faulen Adel an, in Sünde zu leben. Das tägliche Schaffen wird zur christlichen Bürgertugend. Man arbeitet nicht mehr, um zu leben, sondern leben, um zu arbeiten. Mit Beginn der Industrialisierung, Mitte des 19. Jahrhunderts, nimmt die Arbeit eine neue Dimension an. 16 Stunden Akkordarbeit ist in den Fabriken keine Ausnahme, sondern die Regel. Der technische Fortschritt macht die Massenproduktion in den Fabriken möglich und sorgt so innerhalb kürzester Zeit für einen rasanten Wandel. Die Welt scheint sich plötzlich schneller zu drehen. Gleichzeitig gestaltet die elektrische Revolution das Leben angenehmer. Scheinbar. Die Patienten des New Yorker Mediziners George Miller Beard klagen zu jener Zeit vermehrt über ein rätselhaftes Unwohlsein. Beard macht dafür die Reizüberflutung der modernen Welt verantwortlich, der die Menschen nicht mehr gewachsen seien. Die neuartige Krankheit nennt er Neurasthenie, zu Deutsch Nervenschwäche. Tatsächlich ist Neurasthenie Anfang des 20. Jahrhunderts die häufigste Diagnose in Europa, quer durch alle Gesellschaftsschichten. Kaiser Wilhelm II. Ist das prominenteste Opfer der Nervenschwäche, die Ähnlichkeiten zum modernen Burnout-Syndrom aufweist. Anfang der 1970er Jahre ist es der amerikanische Psychologe Herbert Freudenberger, der den Begriff in die Welt setzt: Burnout. Er beschreibt damit seine eigene körperliche und geistige Erschöpfung durch Arbeitsüberlastung. Seither ist das Syndrom untrennbar mit den Anforderungen im beruflichen Alltag verbunden. Populär wurde Burnout allerdings erst in den vergangenen 15 Jahren. Dabei hätte es eigentlich die früheren Generationen verstärkt treffen müssen. In den 70ern arbeitete die Bevölkerung noch wesentlich mehr als heute. Pro Woche musste der Durchschnittsdeutsche vor 40 Jahren 3 Stunden mehr arbeiten, bei gleichzeitig deutlich weniger Urlaub. Weniger Arbeit und trotzdem krank? Der Vergleich hinkt. Die globalisierte Arbeitswelt fordert auf neue Weise. Immer mehr Aufgaben sind in immer kürzerer Zeit zu erledigen. Die digitale Revolution treibt das Tempo des Wandels weiter an und steigert seither das Burnout-Risiko. So, so. Es gibt also auch eine Evolution in der Arbeitswelt. Immer schnellere Veränderungen machen aus der Arbeitswelt ein Hochdruckgebiet. Und aus der wollen viele flüchten, können aber nicht. Es sind ja vor allen Dingen die Arbeitsabläufe, die sogenannten Workflows in Produktion und Verwaltung, die immer mehr Tätigkeiten in immer kleinere Einheiten pressen. Und da geht es nicht nur um vieles gleichzeitig, sondern auch um vieles mehr. Das nennt man Compressed Multitasking. Und das alles bei völlig körperlichem Stillstand. Man sitzt starr vor einem Flachbildschirm, starrt da rein, ist innerlich auf 180, also hoch aufmerksam. Was bedeutet das? Stress. Heißt das, wer sich in die digitale Welt begibt, kommt darin um oder zugespitzt? Computer essen Seele auf? Das wäre dann die These, die versucht, den Burnout zu erklären. Oder ist es schlicht so, dass wir als biologische Wesen uns einfach nicht anpassen können an die viel zu schnelle Evolution in der Arbeitswelt? Wir sind vielleicht gar nicht geeignet für diese moderne Arbeitswelt. Andererseits, es gibt ja auch in der Natur jede Menge Stress, den man irgendwie ertragen muss. Und da brennt keiner aus oder durch. Oder doch? Die Urwälder Südostasiens. Forscher wollen ausgerechnet hier die Natur des Burnouts näher ergründen. Doch gibt es bei Tieren überhaupt etwas Vergleichbares? Diese Spitzhörnchen, genannt Tupaya, haben einen ähnlichen Stoffwechsel wie der Mensch. Und sie sind friedliebend. Eigentlich. Forscher vom Deutschen Primatenzentrum in Göttingen setzten Tupayas im Experiment einer besonderen Situation aus. Dabei beobachteten sie Verhaltensweisen, die eine interessante Erkenntnis vermitteln. Tupayas sind grundsätzlich hochaktive Wesen mit ausgeprägtem Territorialverhalten. Sperrt man 2 Männchen in einen Käfig, bricht ein Revierkampf aus.
Dabei entscheidet sich, wer der Chef im Ring ist. Auf den ersten Blick eine normale Situation zwischen Rivalen. Die Bewegungsprofile zeigen jedoch noch etwas. Grün, das unterlegene Tier. Es wird zusehends passiver. Der Konkurrent aber bleibt hochaktiv. Nicht die einzige Folge des Revierkampfes. Die Forscher beobachten, dass das unterlegene Tier auch psychisch völlig erschöpft war. Es zeigt typische Symptome einer Depression, wie Teilnahms- und Appetitlosigkeit. In seinem Blut finden die Forscher hohe Konzentrationen von Stresshormonen. Selbst in der Wildnis beobachten Wissenschaftler bei Primaten ein ähnliches Phänomen. Paviane leben in komplexen sozialen Strukturen. Die besten Futterplätze sind den höheren Hierarchien vorbehalten. Paviane am unteren Ende der Hackordnung müssen sich mit dem Rest begnügen und sich anderweitig Futter beschaffen. Im Kot der rangniederen Paviane finden Forscher erhöhte Konzentrationen von Stresshormonen wie Cortisol. Diese Tiere stehen unter Stress. Die Futtersuche ist aber nicht der einzige Stressfaktor. Mit den Chefs der Herde ist nicht gut Kirschen essen. Wer aus der Reihe tanzt, bekommt die Wut des Anführers zu spüren. Um mehr müssen sich die Alpha-Tiere von Pavianherden nicht kümmern. Sie haben mit ihrem Chefposten das große Los gezogen, könnte man meinen. Stimmt aber nicht. Forscher haben gerade bei ihnen die höchsten Konzentrationen an Stresshormonen gemessen. Die permanente Verteidigung seines Chefpostens ist anstrengender als die Futtersuche. Das Alpha-Tier steht unter Dauerstress. Schließlich wird ihm der Rang immer wieder streitig gemacht. Die Folge: ständige Ausschüttung von Stresshormonen, die auf Dauer das Immunsystem schwächt. Das Alpha-Tier wird krank und verliert seine Position. Es sind also nicht nur die Untergebenen, die unter dem Druck von Hierarchien leiden. Auch das Chefsein hat Nachteile. Manche Forscher fordern daher Mitleid mit Vorstandsvorsitzenden. Er ist ja keiner, aber der Chef, der ist auch nur ein Mensch. Und wie wir alle muss er oder sie damit klarkommen, dass alle was von ihm oder ihr wollen. Und wenn dann die Erwartungen und Hoffnungen nicht erfüllt werden, dann führt das klarerweise zu Unbehagen, Frustration, Versagensangst, kurz zum Burnout. Aber der Burnout ist keine Managerkrankheit, es kann jeden treffen. Aber nicht jeder leidet gleich. Um mal zu untersuchen, warum wir so unterschiedlich auf Stress reagieren, schauen wir doch mal in die Natur. Denn dort gehört der Stress ja zum Leben. Warum ist das eigentlich so? Stresssituationen kennt der Mensch seit jeher. Vom Jagderfolg hing einst das Überleben der gesamten Sippe ab. Für den Jäger bedeutete ein Beutezug höchste Anspannung. Jederzeit bereit, den gezielten und entscheidenden Schuss anzusetzen. Sein Körper war während der Jagd in Hab-Acht-Stellung. Das Stresssystem machte den Jäger erfolgreich. Die Sinneswahrnehmungen setzen im Gehirn eine komplexe Kaskade in Gang. Viele Hirnbereiche sind beteiligt. Neben der Großhirnrinde wird das limbische System angeregt. Im sogenannten Mandelkern des limbischen Systems wird die Situation bewertet. Gefühle wie Furcht und Erregung nehmen hier ihren Anfang. Es kommt eine Kettenreaktion in Gang. Botenstoffe vermitteln über Nervenbahnen Signale an die Nebennierenrinde. Das Stresshormon Cortisol wird gebildet. Der Körper stellt sich auf die Anspannung ein. Im Mark der Nebenniere entstehen Adrenalin und Noradrenalin. Der Hormoncocktail aktiviert Kreislauf und Atmung. Zudem wird Glucose als Energielieferant freigesetzt. Das Stresssystem versetzt Körper und Geist in einen hellwachen Zustand. So sicherte es dem Menschen einst das Überleben.
Martin Müller muss seine Familie nicht mehr mit Jagen ernähren. Stress empfindet er dennoch. Er macht ihn aber nicht leistungsfähiger, sondern setzt ihm schon länger zu. So sehr, dass die einfachsten Dinge des Alltags nicht mehr funktionieren. Er fühlt sich ausgelaugt, psychisch erschöpft, leer. Dabei müsste ihn sein Gehirn eigentlich extrem glücklich stimmen. In Stresssituationen aktiviert das Gehirn nämlich auch Botenstoffe wie Dopamin. Diese dämpfen zum Beispiel körperliche Schmerzen während einer Belastung. Marathonläufer beispielsweise profitieren davon. Sie spüren die Belastung ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr und laufen sich in einer Art Rausch, ausgelöst durch den Dopaminsturm im Gehirn, der für Glücksgefühle sorgt. Wissenschaftler nennen dieses Phänomen Runner's High. Nach der Belastungssituation stellt der Körper die Stresshormonproduktion wieder ein und kehrt in seinen Normalzustand zurück. Bei Martin Müller funktioniert diese Regulation nicht mehr. Das körpereigene Stresssystem ist auf kurzfristige Höchstleistungen angelegt. Martin Müller ist aber einer Dauerbelastung ausgesetzt. So schüttet der Körper ständig Stresshormone aus. Die Folge? Sein Organismus läuft heiß wie ein Motor. Das Gehirn hat seine Hormonsteuerung nicht mehr im Griff. Das limbische System entgleist. Durch die Überaktivität kann der Mandelkern Müllers Emotionen nicht mehr richtig bewerten. Es kommt zum Kontrollverlust. Dieser chronische Stress führt Müller in die Krise. Er kann seine Aufgaben nicht mehr bewältigen, er brennt geistig aus, leidet unter Burnout. Und dabei bleibt es nicht. Das Dauerfeuer der Stresshormone wirkt sich auf die Organe aus. Die Blutgefäße stehen unter permanentem Druck. Die Blutplättchen werden klebriger und verstopfen die Gefäße. So muss das Herz stärker pumpen, um den Blutfluss aufrechtzuerhalten. Der Blutdruck steigt und bleibt konstant hoch. Durch die Belastung nimmt mit der Zeit die Leistungsfähigkeit des Herzens ab. Diese anatomischen Veränderungen sind die Keimzelle für spätere Herzinfarkte. Es sind aber längst nicht alle Menschen einer Gesellschaft Burnout gefährdet. Man muss eine Veranlagung dazu haben. Psychologen unterscheiden bei der Analyse vier Typen. Der Erfolgstyp arbeitet zwar viel, ist aber in der Lage, einen Ausgleich zwischen An- und Entspannung zu schaffen. Sein Risiko auszubrennen ist gering. Genauso wie beim sogenannten Untererregungstyp. Er hat keine Karriereambitionen und ist daher nicht stressanfällig. Burnout gefährdet ist dagegen der Übererregungstyp. Er ist ehrgeizig, ein echter Kämpfer mit hohem Beschäftigungsdrang, sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit. Genauso gefährdet sind Menschen, die Angst haben, die Kontrolle zu verlieren. Das Risiko auszubrennen ist also auch eine Typfrage. Was sind Sie denn für ein Typ? Der Einzelkämpfer? Der immer unter Strom steht, immer eilig hat, sich nur auf sich verlässt? Der stresst sich und andere tierisch. Besser ist da der Ausgeglichene nach dem Motto: Ball flach halten, Puls 60, stabile Seitenlage, kein Blutverlust, löst da auch die stressigsten Situationen. Schlimm ist es für die Hilfsbereiten und Konfliktscheuen, weil die fühlen sich in so einer Situation oft machtlos, sind angespannt und dann letztlich gestresst. Am allerbesten haben es die, die von überhaupt nichts was mitkriegen. Ich arbeite hier nur, ich habe keinen Stress. Für alle anderen, da kann die Arbeitswelt, nicht zuletzt aufgrund ihrer existenziellen Bedeutung, zur Falle werden. Selbstausbeutung bis zur Selbstzerstörung. Was entscheidet denn aber nun über mein individuelles Burnout-Risiko? Könnte man sich ja fragen. Ja, die Fähigkeit, stressige Situationen zu meistern,
die wird bereits in den Kindertagen entwickelt. Ein psychologischer Test kann da sehr aufschlussreich sein. Im Test Liebhaber von Marshmallows. Kindern im Vorschulalter wurde ein zweiter Marshmallow versprochen, wenn sie den ersten bis zur Rückkehr des Versuchsleiters nicht essen. Die Versuchung vor Augen bildete für die Kinder eine wahre Stresssituation. Lediglich jedes dritte Kind hielt durch. Viel später, im Erwachsenenalter, zeigte sich bei den Probanden, diejenigen, die sich als Kind besser unter Kontrolle hatten, waren weniger stressanfällig und gleichzeitig leistungsfähiger. Das Burnout-Risiko ist also schon in der Kindheit angelegt. Doch nicht immer ist Stressresistenz eine reine Typfrage. Viele Faktoren spielen eine Rolle. Wissenschaftler vermuten, dass die Art, wie Menschen Belastungen empfinden, im Erbgut zu suchen ist. Fündig wurden sie schon auf Chromosom Nummer 17. Dort haben sie einen Faktor ausgemacht, der bei der Stressverarbeitung eine Rolle spielt. Der Serotonintransporter 5-HTT-LPR steuert die Serotoninausschüttung im Gehirn. Er ist somit verantwortlich für unsere Stimmung. Forscher fanden heraus, dass Menschen, deren Serotonintransporter verkürzt ist, empfindlicher auf Stress reagieren. Dies ist aber nur ein kleines Puzzleteil im komplexen Geschehen. Wissenschaftler vermuten, dass bei der Bewältigung von Stresssituationen zig Gene eine Rolle spielen, die noch unerkannt sind. Bei Kindern aus prekären Familienverhältnissen haben Wissenschaftler eine folgenschwere Entdeckung gemacht. Durch Traumata war ihr Erbgut im Vergleich zu Gleichaltrigen aus sozial gefestigten Strukturen und liebevollen Beziehungen stark verändert. Stress hat offensichtlich seinerseits Einfluss auf Erbanlagen. Er wirkt sich auf die Endkappen der Chromosomen aus, die sogenannten Telomere. Sie sind an der Zellteilung beteiligt. Bei jeder Teilung werden die Enden ein wenig verkürzt. Das Enzym Telomerase ergänzt zwar einen Teil der fehlenden DNA, repariert sie aber nicht mehr vollständig. Das ist Teil des normalen Alterungsprozesses. Aber das Stresshormon Cortisol hemmt die Reparatur der Telomere noch zusätzlich. Und das hat Folgen. Zellen wie Knochenmarkstammzellen oder Immunzellen werden dann häufiger fehlerhaft kopiert. Die Folge: der Körper wird weniger widerstandsfähig. Hohe Belastung, Dauerstress führt schleichend zu körperlichen Veränderungen, die sich durch die Forschung erst allmählich offenbaren. Das muss man erstmal verdauen. Das, was wir erleben, ändert unseren Umgang mit unserem eigenen Erbgut. Naja, ist aber auch plausibel, dass das, was mit uns passiert, in unseren körperlichen Reaktionen sich bis auf die Ebene der Regeneration der Zellen bemerkbar macht. Ja, deshalb gibt es auch positiven Stress. Das ist nämlich einer, der uns inspiriert, der uns anregt, der uns fördert. Ja, der macht sich sogar langfristig bemerkbar, positiv. Man schläft besser, man ist ausgeglichener und bis ins hohe Alter vital. Denn positiver Stress, der bedeutet, dass unser Hormonsystem kurzfristig hochgefahren wird, dann kommt das Signal, Gefahr ist vorbei, und das Hormonsystem wird wieder runtergefahren. Der arme Herr Müller, der steht unter Dauerstress. Da kommt kein Signal, Gefahr ist vorbei. Aber man kann sich helfen, oder? Man kann sich helfen lassen. Die Situation scheint ausweglos. Martin Müller fühlt sich am Ende. Doch es gibt einen Weg aus der endlosen Belastungsspirale. Die Erschöpfungsdepression ist heilbar. Ein Weg führt über sogenannte Serotonin-Wiederaufnahme-Hämmer, spezifische Antidepressiva. Sie sorgen dafür, dass die Konzentration des Botenstoffs Serotonin im Gehirn höher bleibt. Damit heben sie die Stimmung. Im Schlaflabor können Ärzte ermitteln, ob diese Antidepressiva tatsächlich nötig sind.
Der Grad der Depression ist entscheidend. Und der zeigt sich in der Zahl der REM-Phasen. Wissenschaftler vermuten, dass während des REM-Schlafs besonders viele Botenstoffe ausgeschüttet werden, die dem Stimmungsaufheller Serotonin entgegenwirken. Je mehr REM-Phasen ein Patient durchläuft, umso schwerer ist daher die Depression. Nur bei starken Depressionen sind Medikamente sinnvoll. Die Pillen mit teils gravierenden Nebenwirkungen lassen sich in den meisten Fällen ersetzen. Durch eine Psychotherapie und die Umstellung der Lebensgewohnheiten. Studien haben ergeben, dass Mineralstoffe, Vitamine und Aminosäuren sowie Omega-3-Fettsäuren, wie sie in Seefisch vorkommen, die Produktion von Neurotransmittern wie Serotonin ankurbeln. Die Stoffe heben nicht nur die Stimmung, sondern begünstigen auch die Neuverschaltung der Nervenzellen im Gehirn. Das verbessert das Konzentrations- und Erinnerungsvermögen. Und, so banal es klingt, auch viel Bewegung hilft. Schon moderate Aktivität erhöht die Produktion des stimmungsaufhellenden Botenstoffs Dopamin, der auch Marathonläufern Glücksgefühle vermittelt. Gleichzeitig geben diese regelmäßigen Pausen vom Arbeitsstress dem Hormonsystem die Chance, den Körper wieder in den Normalmodus zu versetzen. Und wenn Martin Müller dauerhaft die neuen Gewohnheiten beibehält, wird ihm trotz typbedingter Anfälligkeit Stress künftig nicht mehr so viel anhaben können. Übrigens, Obst essen und spazieren gehen wunderbar, wenn die Zeit dazu ist. Aber in einem akuten Notfall, da braucht es die medizinische Unterstützung, da braucht es Medikamente. Und der Umstand, der sollte uns schon zu denken geben, dass der Druck in der Arbeitswelt immer mehr und mehr wächst und immer mehr von uns akut erkranken. Klar, es gibt auch Menschen, die tragen ihren Burnout wie einen Orden vor sich her. Aber der Burnout ist schon ein ernstzunehmendes Symptom unserer Zeit. Meiner Meinung nach hängt es ja damit zusammen, dass wir in einem Meer des Optimierungswahnsinns leben. Und ganz besonders betroffen davon sind die Idealisten, die sich selbst ausbeuten. Aber wir alle sollen ja perfekt funktionieren, und zwar rund um die Uhr. Und immer mehr von uns machen da ja freiwillig mit. Man denke nur mal an diese digitalen Schrittzähler, diese kleinen Fitnessarmbänder am Handgelenk. Die haben sich ja schon in den Alltag eingeschlichen. Und wenn man dann der Norm nicht entspricht, dann kriegt man ein Signal. Du bist nicht gut genug. Du musst dich jetzt verbessern und musst effizienter werden. Und das beginnt schon bei unseren Kindern. Wir sollten nicht vergessen, die Musik entsteht durch die Pausen zwischen den Noten. Greift die Epidemie Burnout um sich. Schätzungsweise 9 Millionen Deutsche sind davon betroffen. Sie sind ausgelaugt, zu nichts mehr fähig, schlicht krank. Dabei beginnt Burnout ganz harmlos. Zunächst leiden die Betroffenen an unspezifischen Symptomen. Sie klagen über Konzentrationsstörungen, Erinnerungslücken und werden antriebslos. Dauern die Beschwerden an, fühlen sie sich schon mit einfachen Aufgaben überfordert und verspüren schließlich eine tiefe Leere. Die Lebensfreude schwindet. Nicht nur die Seele ist im Ausnahmezustand, auch der Körper. Massive Kopfschmerzen, Benommenheit, bisweilen sogar Teamout. Epidemie oder Hysterie? Namen zusammen. Come in and Burnout. Ja, der Burnout breitet sich ja aus wie eine Epidemie. Der ist in aller Munde. Und gerade diese magische Anziehungskraft und deshalb wachsende Popularität macht den Burnout aber auch fragwürdig. Also würdig, ihn zu hinterfragen. Denn es kommt einem ja manchmal so vor, als ob fast jede Art von Niedergeschlagenheit, Überforderung und Depression mit dem Etikett Burnout versehen wird. Also der Vorwurf der Modediagnose ist nicht so ganz von der Hand zu weisen. Also schauen wir mal genauer hin. Martin Müller ist in Deutschland kein Einzelfall. Vor allem in Ballungsgebieten
Dieser Mann, nennen wir ihn Martin Müller, ist ein Leistungsträger der Gesellschaft. Ambitioniert im Beruf, treusorgender Familienvater, braver Steuerzahler. Er könnte zufrieden sein, ist aber am Ende seiner Kräfte, des Lebens überdrüssig. Er fühlt sich ausgebrannt, Burnout. Ein Syndrom, das in Deutschland wie eine Seuche zu grassieren scheint. Millionen hat es bereits ergriffen und es werden immer mehr. Ist Burnout die neue Volkskrankheit oder bloß Ausdruck der Hysterie einer übermotivierten Leistungsgesellschaft? Burnout. Mediziner nennen sie Erschöpfungsdepression, verursacht durch lange Phasen mit hoher körperlicher und seelischer Belastung. Egal wie man es nennt, Burnout ist kein Phantom, sondern ein ernstzunehmender Risikozustand. Also die Beteiligten sind sich völlig einig. Es ist die Arbeit, die sie ausbrennt. Aber arbeiten, das ist doch das, was man so macht zwischen morgens und abends. Man schuftet, man ackert, man organisiert. Zur Arbeit ist doch normal. Vor allem auch viel zu arbeiten. Wie heißt es so schön? Der Tag hat 24 Stunden. Wenn Ihnen das nicht reicht, na, dann nehmen Sie eben die Nacht noch dazu. Wer heute Zeit hat, der ist eigentlich eher verdächtig. Womöglich ein Aussteiger, ein Müßiggänger, noch schlimmer, ein Faulenzer. Wir definieren uns Mythos, Herzrasen und beim Atmen ein Druckgefühl in der Brust. Die Muskeln sind dauerverspannt. Magen und Verdauung rebellieren. Und der Rücken schmerzt. Ärzte kennen die Symptome, doch sie sind unspezifisch. Die medizinische Diagnose Burnout gibt es offiziell nicht. Burnout, ein Phantom? Am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München sind Wissenschaftler dem Phänomen auf der Spur. Ein nächtliches EEG, ein Elektroenzephalogramm, ist aufschlussreich. Die Mediziner interessieren sich für die sogenannten REM-Phasen im Schlaf. Wenn Patienten auffällig viele davon zeigen, ist das ein Indiz für eine schwerwiegende Krankheit.